So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Risen 3 Titanlords, Folge Numero 70. Und ja, wir haben irgendwie in der letzten Folge haben wir irgendwie unseren Bones verdengelt und der ist jetzt weg und der kommt wohl auch nicht mehr wieder. Tja, schade, war eigentlich ein netter Kerl, aber der ist wahrscheinlich zu weit rausgeschwommen und wurde gefressen vom großen bösen Seeungeheuer. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich immer noch so ist, das war glaube ich in 2 so. Wenn du zu weit raus bist, dann kam das fiese Tentakelmon und hat dich einfach weggeschmandet. Und ich will das jetzt gar nicht ausprobieren, ich habe nämlich Angst. Ich habe tatsächlich, ich mag das Meer nicht. Und gerade deswegen ist das genau der richtige Grund für mich, auf der Insel zu bleiben und mich ja nicht wegzubewegen. Schädelblüte. Och, was bist denn du da oben für ein netter Kerl? Och, hallo. Ja, komm noch mal her. Ja, sollen wir mal ein bisschen spielen, sag mal. Hm? Hallo. Ja, komm. Ja, hallo. Ja, na du bist aber ein schönes Blü... Ah! Wo kommt denn der schon wieder her? Och, Kacke. Ja, übertreibt's ruhig wieder. Macht gar nichts, macht gar nichts. Ich gehe mal hier zum Meer und ich wollte schon immer mal das Meer sehen. Ich will doch einfach nur mehr sehen. Ein bisschen mehr sehen. Au, au, au. Ja, ich roll die mal ein bisschen im Kreis und schieb mir beim im Kreis rollen halt immer mal zwischendurch so ein Äppelchen rein. Ja, leider habe ich gegen den Drachensnapper wieder absolut keine Schnitterino. Na komm. Jetzt fängt er ja auch schon an, so auszuweichen hier. Wozu genau habe ich nochmal einen Waffengefährten mitgenommen? Ich habe, glaube ich, schon wieder ein bisschen vergessen. So. Ja, toll, mit der Armbrust schön daneben gedengelt. Blocken funktioniert halt auch nicht mehr so richtig. Oh, Manometer. Hören Sie mal, Herr Drachensnapper, können Sie sich bitte raushalten, wenn ich mich mit dem Onkel Dunkeldürer hier, ich muss irgendwie immer an Dürrenmatt denken, wenn ich den Namen lese. Und Dunkeldeutschland. Kam der Dunkel... Jetzt fällt mir nichts Vernünftiges mehr dazu ein. Das war einfach schon so kake. Vor allen Dingen, das Witzige ist ja, dass ich zwischendurch halt einfach mal auf leicht gestellt habe und die Typen einfach immer noch so unglaublich unfair sind. Oder ich bin halt einfach so unglaublich schlecht. Das ist Möglichkeit B. Das wollte ich gerade sagen, ich darf ihn jetzt einfach mal nicht angreifen lassen. Ah, geht doch. Ganz moderat haben wir das hier gelöst und naja, wir fragen uns halt immer noch, wo ist eigentlich Bones abgeblieben? Ja, ich schau weg, er ist halt weg, er ist auf der Suche nach dem Speck. Wahrscheinlich, ja, Speck wäre jetzt schon was Geiles. Haben wir noch im Kühlschrank liegen, passt aber nicht ganz so zum Abendessen heute. Denn wie in der letzten Folge gesagt, es ist heute Heiligabend. Es gibt lecker Pfännchen-Raclette. Das kann euch egal sein, weil dieser Tag schon längst passé ist. Aber naja, ich habe gedacht, ich erwähne es einfach nochmal. Einfach um wieder vergangene Zeiten aufleben zu lassen und euch das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. War das ein korrekter deutscher Satz, den ich da gebaut habe? Ich glaube ja. Oh, guck mal, Bären! Ah ja, hat aber. Herz, hör auf so schnell zu schlagen. Boah, hui. So, die Frage, die ich fragte und sie sagte, ist, wir gehen mal einfach weiter hier. Unten oder oben? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal den oberen Weg. Den unteren haben wir ja schon halbwegs ausgekostet. Da oben ist so ein hässliches Wubbelwubbel. Och, ein Warzenschwein. Oh, das finde ich aber fein. Das haue ich einfach, weil ich es kann. Jetzt und hier, kurz und klein. Nö, komm hier. Nee. Nicht weglaufen hier. Nicht zu deinen anderen dickhäutigen Freunden, ja? So ist schön. Oh, bleib hier. Nein. Achso. Ja, es ist zu seinen anderen dickhäutigen Freunden gelaufen übrigens. Zu, ja, mehr gekullert, aber... Oh nein, nein. Drachensnapper. Nicht schön. Joa, hi. Hallo? Ha, guck mal, der bemerkt mich. Ach, wie süß.
Nein, nein, nein! Sie fieser Fridolin! Na komm! Nein, es kommt der zweite an! Sie sind doch beschissen, sind sie doch! Nein! Schaffer, hi, habt Hunger! Na, wenigstens ist der erste schon mal, ne? Das ist ja Kokolores hier mit diesen Viechern. Nein, nicht die Sicht! Ey, Mädels und Jungs, ey, wisst ihr eigentlich, wie schwierig das ist, in so einem Scheißkampf hier auch noch versuchen, einen Screenshot zu machen, der nach was aussieht? Nicht, dass ich das jemals mit meinen Suppennägeln bei Risen geschafft hätte. Aua! Au! Boah, wie die Knochen knacken, wenn der zubeißt. Das ist toll. Au! Mann, nein! Ich guck dich jetzt böse an. Vielleicht gehst du ja freiwillig weg. Okay, klappt nicht. Ei, 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 ei. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Diese Viecher sind übertrieben schwer. Wir spielen auf leicht. Auf Kinder-Pipi-Mädchenstufe hier. Und der haut uns einfach mal links und rechts kaputt. Ich kann nicht mal blocken. Da, ich kann machen, was ich will. Ja, der schwingt hier fröhlich sein Leder durch die Gegend, als wäre nichts gewesen. Ja, klar, ausweichen kann er auch wenn ich direkt vor ihm stehe. Das ist total normal. Das macht man immer so. Da, zack, und schon greift er wieder an. Wieder seine schöne Dreier-Kombo. Dann geht er, wenn ich angreifen will, springt er einfach zurück, weicht aus. Das ist unmöglich. Da, zack, daneben geschlagen. Da, und wenn ich irgendwie versuche, irgendwas in irgendeine Richtung gegen den zu machen, der sagt sich einfach... Fick dich und deine Mutter, du! Alte Bockwurst. Da, schon wieder. Ausgewichen. Geschlagen. Boah, komm, ein Treffer nur noch. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Scheiß Arschkekswurst. Nein! Oh! Ich werd aggressiv bei der Scheiße! Kann aber nicht wahr sein hier. Nee, nee, nicht noch einer. Fickt euch. Ey, die haben doch wohl wirklich den Arsch offen. Ja, Kochmedia, ich meine euch. Boah, ey. Ich spiele auf leicht. Hallo. Warten jetzt vielleicht nochmal 15 Stück davon. Ja, und vielleicht gleichzeitig sogar. Ich kann mich auch noch nackig machen, damit es noch ein bisschen einfacher ist, tot zu gehen. Boah, ey. Da, wieder daneben. Boah. So, jetzt erstmal zweimal tief durchatmen hier. Wer macht denn so eine Scheiße? Ey, jetzt ohne Witz, seitdem ich auf dieser schönen Insel hier über diesen Strand gegangen bin, kommt nur noch Mist. Es ist nur noch Scheiße in diesen Höhengegenden hier. Ja, uns fällt gerade nichts ein, das Spiel schwieriger und anspruchsvoller zu machen, also machen wir einfach noch mehr Gegner. Toll. Tolle Möglichkeit. Super. Kann ich denn überhaupt irgendwie mal... Kann ich noch leichter stellen als leicht? Pipi, Lalafax? Nö, geht nicht. Ne? Wohlgemerkt, es gibt noch Schwierigkeitsstufe... Okay, es gibt nur mittel und schwer. Ich hab gedacht, es gibt 5 Stufen jetzt. Boah. Ja, ich laufe jetzt mal hier weiter und lass mich überraschen, wie viele von den Scheißviechern jetzt hier noch kommen. Ach, guck mal, da sind die Goblins schon wieder. Die alten Käsetreter. Ah,
Allerdings sind die keine große Herausforderung. Die weichen zwar genauso beschissen aus hier wie diese blöden Snapper, aber... Dafür können die immerhin blocken und außerdem haben die auch noch ein Schießgewehr, was die zwischendurch halt ganz gerne mal benutzen. Ja, genau das Ding meinte ich nämlich. Schön einmal von Wanz gebraten damit. Naja, aber wie gesagt, im Vergleich zu den Snappern halt, ne? Pipi Lalafax. Ach, was steht denn da schon wieder? So ein Schattenwächter oder was das da gerade war, ne? Da hatten wir doch unten am Strand hatten wir doch schon zwei davon. Naja, man kommt halt hier aus dem Speicher nicht raus. Oh, das ist auch ein sehr schmaler Grat hier. Ich lasse den mal lieber kommen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich sonst hier runterfall. Aua, aua, au, oi. Du bist aber ein garstiger Bube, hör mal. Der erinnert mich so ein bisschen an WoW, an diese eine hässliche Fratze. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Dämonenjäger oder irgendwie sowas. Aua, nein, 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 nein. Oh, 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 jetzt aber weg hier. Warte mal, ich kann mal, ich gönn mir mal gerade einen Schnäppekiss. Aber wegen mich macht müde Männer munter. Einen schönen Grog reingekippt und dann ist er wieder munter hier. So, guck mal, im Vergleich zu so einem Snapper ist so ein Schattenwächter einfach mal ein Scheißdreck. Weißt du, den futtern wir zum Frühstück mal so weg. Weg ist er. Aber wir kommen auf jeden Fall der ganzen Geschichte ein bisschen näher. Ich hoffe nur, dass wir gleich hier, oh, da ist Endstation. Endstation Eden. Oder Bahnhof. Oh. Gut, dass ich da am Rand lang gelaufen bin, ansonsten hätte es jetzt schon wieder Bumm gemacht. Entschärfen kann ich das, glaube ich, nicht, aber ich glaube, wenn ich da mit Leertaste rübergehe, dann müsste es funktionieren. Ja, alles sauber. Und auch die Frisur sitzt noch. So, ich hoffe mal, die kriegen wir auf, sonst hätte sich der ganze Umweg hier nicht gelohnt. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Wie geht denn das Ding jetzt hier oben? Ja, abbrechen ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Das bietet sich ja gerade auch einfach an, weil zu schön Form, ist, ja. Ich habe das Schloss jetzt gerade noch nicht... Doch, ich habe es verstanden. War eigentlich ganz einfach. Rumperle, Smaragd, alles mitgenommen hier. Und dann nehme ich auch noch ein Säckchen. Ein schwerer Goldsack. 100 mal Gold. Na gut, 100 mal Gold kann auch schon mal was wiegen, das ist richtig. Ich glaube, weiter kommen wir hier nicht. Ich will mich da auch gar nicht langschleifen, weil da geht es tief runter. Das gibt einen dicken, fetten Fettfleck. Deswegen eiern wir hier einfach mal zurück. Ne? Da gucken wir hier, da hat es noch eine Höhle oder so was Schönes. Und vielleicht finden wir ja früher oder später ja auch mal irgendwann diesen Bones wieder. Wo auch immer der hingeschwommen sein mag. Gut, ich würde sagen, es bietet sich jetzt gerade auch einfach an. Wir sind hier auf dem Rückweg, wir laufen zurück und dann gehen wir gleich am Strand lang. Und ja, ich würde sagen, da wir schon wieder bei 13,5 Minuten sind, könnten man auch ganz kurz eben einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Risen... Ach Quatsch, morgen. Nächste Woche mit der nächsten Folge von Risen 3 Titan Lords wieder. Und ja, mehr bleibt mir jetzt eigentlich nichts zu sagen, außer ich hoffe, dass ich da nicht wieder so wegrage. Also, bis dann, tschüss.